jemand einen Pfannenwender bestellt? Ja, was ist das für ein Pfannenwender? Bitte sehr, ein hydrodynamischer Pfannenwender mit Steuer- und Wartungsaufsätzen. Und nicht zu vergessen, der Turboantrieb. Unfassbar, sie hat nur einen auf Lager. In die Küche! Wie cool war es damals, als wir noch klein waren und den guten alten SpongeBob im Fernsehen bewundern durften. Der Schwamm, der uns zum Lachen und zum Weinen gebracht hat. Der Schwamm, der uns gezeigt hat, was Freundschaft ist. Ich sage es euch, es war ziemlich cool und ich bereue keine Minute, die ich damals vor meiner Flimmerkiste verbracht habe, um in die Welt von Bikini Bottom abzutauchen. Doch dann kam auf einmal ein neues Meisterwerk aus dem Hause Nickelodeon. Ein SpongeBob-Schwammkopf-Kinofilm. Und warum ich diesen Film so gut finde, erzähle ich euch in diesem Video. Sollten euch Videos über Cartoons, Animes und Filme interessieren, dann abonniert doch eben schnell diesen Kanal, um zukünftig ganz einfach keine neuen Videos mehr zu verpassen und darüber informiert zu werden. Der SpongeBob-Film ist in meinen Augen ein zeitloses Meisterwerk und ich denke, das sehen viele so. Bis auf einige Kritiker, denn der Film hat gerade mal einen Score von 68%. Aber ein Film ist nicht erst gut, sobald das Marvel-Logo erscheint oder Quentin Tarantino draufsteht. Ein Film kann gut sein, sobald die Leute, die ihn erschaffen, Ahnung vom Filmemachen haben und mit ganzem Herzen dabei sind. Und meiner Meinung nach haben sie es geschafft. Der Film hat den Spirit der Serie und den Humor der Zeit aufgesaugt und mischt dies mit seiner brillanten Animation. SpongeBob Schwammkopf, der Film, ist ein Character-Driven Movie. Das heißt, sein Fokus liegt auf die Charakterentwicklung des Protagonisten. In diesem Fall liegt der Fokus auf SpongeBob. Der Film beginnt mit einer Traumsequenz. In dieser Sequenz sehen wir, was SpongeBob will. Er möchte als ein Erwachsener wahrgenommen werden, der alles knallhart und ernst durchzieht. Er möchte von der Bevölkerung anders wahrgenommen werden, als er ist und in seinen Gedanken. Kann der Managerjob in diesem Traum ihn diesen Wunsch erfüllen. Dementsprechend motiviert ist unser Schwamm auch. Doch nachdem er den Managerjob nicht bekommen hat, demonstriert er uns eigentlich schon, dass er eben nicht die Person ist, die er uns in seinem Traum gezeigt hat und die er da sein wollte. Und aus seiner anfänglichen Motivation wird Verzweiflung. Diese Szene sollten alle nachvollziehen können. SpongeBob hat steinhart für etwas gearbeitet und dennoch hat er nicht das bekommen, wonach er verlangt hat. Wir planen etwas auf lange Hand und wenn es dann nicht klappt, bleibt nur ein leerer und gebrochener Scherbenhaufen von uns zurück. Diese Verzweiflung kommt aber nicht nur daher, dass er den Managerjob nicht bekommen hat, sondern auch daher, dass er der ist, der er ist. SpongeBob ist mit sich selbst im Unrein. Daraufhin macht SpongeBob einen riesigen Fehler. Nicht nur, dass er sich einen Hangover anfrisst, nein, er gibt die Schuld an Mr. Krabs weiter und macht sich damit selbst schuldig. Er hat einen seiner Freunde verraten und somit auch einen Teil von sich selbst. Doch als er es kurz darauf selbst bemerkt, ist es auch schon zu spät. SpongeBob startet daraufhin sein Abenteuer mit Patrick, um seinen Fehler wieder gut zu machen und um den anderen zu beweisen, dass sie falsch lagen und er eben doch männlich ist. Im Laufe dieser Reise wird ihm allerdings ständig das Gegenteil bewiesen. Die Tankwärter, die sich über ihn lustig machen, der Dieb, die Seifenblasen in der Bar, Dennis und natürlich auch Plankton. Alles Personen und Situationen, die SpongeBob wieder auf den Boden zurückholen. Am besten wird der innere Kampf, den SpongeBob in sich durchführt, in diesen Szenen repräsentiert. SpongeBob ist kurz davor aufzugeben, da er denkt, es führt kein Weg an dieser monsterverseuchten Schlucht dran vorbei. Er gesteht sich ein, dass er ein Kindskopf ist und dass er aufgrund seines Verhaltens nicht in der Lage sein kann, etwas Großes zu erreichen. Doch dann taucht Scarlett Johansson auf und gibt den beiden neuen Mut in Form eines Placebos, der die beiden im Glauben lässt, sie wären jetzt supermännlich. Dieser neue Mut lässt die beiden dann diese grauenhafte Schlucht mit einem Lied auf den Lippen ganz einfach durchqueren. Sie halten sich für die Größten, bis Dennis ihnen den Salat von den Oberlippen reißt.
und beide halt einfach wieder zurück in die Realität zieht. Diese Erfahrung war nötig, um ihnen dann letztendlich in Shell City die Katharsis zu geben, die die beiden verdient haben. Der SpongeBob-Film zeigt uns dann im Zusammenspiel mit den zwei tiefsten Punkten unserer Helden und der letztendlichen Erkenntnis, dass sie ihr Ziel dennoch erreichen konnten, dass es nicht darum geht, sich für ein Ideal zu verändern und sich anpassen zu müssen. Es geht vielmehr darum, sich selbst und seine Persönlichkeit zu akzeptieren, sich wohlzufühlen und daraus das Beste zu machen. Genau das soll dann nämlich auch die Ansprache aussagen, die SpongeBob am Ende des Films hält. Er ist nun einmal der, der er nun mal ist, aber dennoch konnte er all diese Sachen machen, weil er eben an sich geglaubt hat und dieses Abenteuer einfach angegangen ist. Und ich finde, das ist auch einfach das Tolle an dem gesamten Charakter von SpongeBob, sowohl im Film als auch in der Serie. Denn SpongeBob zeigt uns, dass wir uns nicht für uns schämen müssen. Ganz im Gegenteil, wir können stolz auf uns und unsere Charaktereigenschaften sein. Gut, und jetzt lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Das mit dem Stolz ist mir neu. Wenn ihr also auf einen nostalgischen Roadtrip rollt, dann ist SpongeBob SquamKopf der Film aus dem Jahr 2004 eindeutig die beste Wahl. Der Film fängt super gut den Cartoon-Look der 90er und den frühen 2000er auf und genau dasselbe geht für den Humor, der an manchen Stellen einfach total random ist und an manchen Stellen so düster, dass es eigentlich nur Erwachsene verstehen können. Und dennoch konnte der Film mich zum Lachen bringen, als ich noch ein Kind war. Und das tut er heute auch noch. Nicht ohne Grund kann man so viel von den alten Folgen und auch so viel von diesen Szenen aus diesem so tollen Film immer noch rezitieren und darüber lachen. Für eine dämliche Idee, wer will schon einen Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Oh, Kinder, 3 Uhr morgens! Denn der Film ist pures Comedy-Gold. Deswegen ist der Film in meinen Augen ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, das einfach eine gute Zeit beschert und jede Menge an Emotionen in einen hervorbringen kann. Es mag vielleicht sein, dass einige dieser Gefühle nur aus nostalgischen Gründen da sind, aber dennoch sind sie da und ich fühle mich dabei gut. Also, wenn du mal wieder einen schlechten Tag hast und du dich so fühlst, als wärst du nicht richtig, dann schau den SpongeBob-Film und lenk dich ein bisschen ab und hab eine gute Zeit. Am besten mit deinem Lieblingsseestern an deiner Seite.